Fake-Budget. Danke, lieber Jörg Leichtfried, und auch Dank an allen Juristinnen und meinen Genossinnen im Club. Wie jetzt ja vor wenigen Minuten berichtet wurde, sind eigentlich der heutige Tag und auch der gestrige Tag rekapituliert ja unter völlig falschen Voraussetzungen zustande gekommen, nachdem es ja jetzt doch Nachbesserungen geben wird im Budget. Meine Damen und Herren, zu Beginn möchte ich in meiner Rede ein großes Lob und meinen Dank an die Soldatinnen und Soldaten, an die Miliz und vor allem auch an die Grundwehrdiener richten, die in Krisenzeiten wie ein Fels in der Brandung ihre Loyalität und ihren Einsatzwillen gegenüber Österreich mehr als eindrucksvoll unter Beweis stellen. Vielen Dank Ihnen allen. Und Frau Ministerin, glauben Sie mir, die Opposition ist sich einig, vielleicht so einig wie noch nie, dass sich das österreichische Bundesheer Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit von der Politik erwartet und auch verdient. Frau Ministerin, wo soll ich anfangen? Das Schlamassel Ihrer Politik umfasst die gesamte Landesverteidigung und beginnt chronologisch beim Eurofighter-Schmiergeldskandal, den Sie zwar geerbt haben, das ist schon klar, aber wo Sie leider nichts darauf hindeutet, dass Sie hier auch Klarheit schaffen. Verbale rauchende Colts Richtung Airbus abzufeuern, hilft nicht im Kampf um die größte Rückholaktion an österreichischen Steuergeldern. Erschreckend ist auch bezüglich der wichtigen Aufgaben des Bundesheeres die derzeit herrschende Unbedarftheit und keine Visionen in der praktikablen Umsetzung der primären Aufgaben unserer Landesverteidigung und auch ihre noble Zurückhaltung, wenn es um Budgetverhandlungen geht mit Ihrem Parteikollegen Blümel, wenn es um die notwendige Finanzierung für das Bundesheer geht. Dazu kommt noch ein Murks beim Milizeinsatz. Vollmundig haben Sie gemeinsam mit dem Bundeskanzler die größte Mobilisierung der Miliz in der Zweiten Republik angekündigt. Daraus wurde nichts. Es hat 2 Monate gedauert, bis die ersten Soldaten zum Einsatz ausrücken konnten und da auch in einer nur sehr abgespeckten Mini-Version. Zu diesem Zeitpunkt, Frau Ministerin, war der Höhepunkt der Virusverbreitung aber schon längst überschritten. Da haben die Gasthäuser offen gehabt, die Geschäfte schon wieder aufgesperrt. Selbst einige Landespolizeidirektionen haben jetzt nicht mehr gewusst, wie und wo man die Milizsoldaten überhaupt noch einsetzen soll. Meine Damen und Herren, man darf sich ja gar nicht vorstellen und will es sich auch nicht vorstellen, wenn zum Beispiel ein landesweites Blackout daherkommt. Es kommt nämlich blitzartig. Gehen wir davon aus, einmal für mehrere Tage ohne Strom, Wasser. Bei dem Tempo, das jetzt vorgelegt wurde bei der Einberufung der Miliz, hätten wir eher den Zusammenbruch der Versorgung Österreichs erlebt als die tatkräftige Hilfe des Bundesheeres mit der Miliz. Aber Frau Minister, das ist nicht die einzige vollmundige Ankündigung, die wir von Ihnen gehört haben. Auch die Ausführungen zum Heeresbudget waren anfangs vielversprechend, entpuppen sich aber näher beleuchtet als türkiser Flop. Inszenieren statt für die Anliegen des Bundesheeres zu agieren, reicht eben nicht aus. Für ein Land, das sich zur immerwährenden Neutralität bekannt hat und aufgrund der komplexen internationalen Sicherheitslage, ist das zusehends ein Spiel mit dem Feuer, wenn die umfassende Landesverteidigung nicht mehr gewährleistet werden kann. Frau Minister, das Stalinger Strategiepapier muss die Grundlage für unser Handeln im Bereich der Landesverteidigung bilden und bleiben. Daher rücke ich auch nicht von der Forderung ab, das Landesverteidigungsbudget aufzustocken. Für heuer erwarte ich mir von Ihnen Nachbesserungen und eine deutliche Erhöhung des Budgets, so wie wir vor der Nationalratswahl eine klare Mehrheit dafür im Hohen Haus eingetreten ist. Es muss endlich auch politisch entschieden werden, wie die aktive Luftraumüberwachung sichergestellt wird. Heuer ist Deadline. Die Miliz gehört unbedingt gestärkt. Sie ist unverzichtbar und ein gleichwertiger Arm unseres
Bundesheeres. Hier bin ich für einen Paradigmenwechsel. Mobilität statt Inferiorität, wie aktuell im 2-Monate-Covid-Einsatzplan. Die Cyber-Defense-Aktivitäten des Bundesheeres müssen intensiviert und ausgebaut werden. Ein wochenlanger Angriff wie auf das österreichische Außenministerium darf in Zukunft nicht mehr stattfinden. Österreich muss sich für Blackouts wappnen. Um der Bevölkerung ein stärkeres Sicherheitsgefühl zu geben, wären sogenannte Sicherheitsinseln von großem Vorteil, die im Bedarfsfall genutzt werden. Und ich denke, ganz wichtig ist auch, das Kaputtsparen der Heeresspitäler zu überdenken. Im Gegenteil, wir müssen hier investieren, um zum Beispiel aufgrund der aktuellen Lage, und es wird auch für die Zukunft wichtig sein, Epidemiezentren einzurichten. Das gesamte Bundesheer ist für uns alle eine große Herausforderung in Rot-Weiß-Rot. Danke. Das war Robert Leimer, der Wehrsprecher der SPÖ. Er kommt aus St. Pölten.